Akzentfenster. Kannst du mal ein Stück nach hinten? Danke. Zum Glück nur zum Bruder und seiner Family, aber die letzten beiden Jahre bleibe ich komplett zu Hause. Ich kann mit Weihnachten nichts anfangen. Nee, ich auch nicht mehr. Ich genieße dann die 3 Tage, wenn ich wirklich nicht arbeiten muss, weil ich habe ja in der Zeit den meisten Stress, ne, wegen Jahresabschluss und so. Ich genieße das dann wirklich, ne? Ich will kein Hören und kein Sehen, also physikalisch nicht. Wenn ich dann streame, ist das ja Hören. Aber ich meine jetzt so live und dann einfach mal wirklich mal seine Ruhe haben. Für mich genauso Kommerz wie Ostern, Valentin und so weiter, ja. Also ich muss sagen, wenn du Kinder hast und so, ist das kleine Kinder, ne? Ist das alles nochmal was ganz anderes. Aber wenn du so alt bist wie wir und keine Verpflichtung hast oder was, dann können die mich alle an den Tagen echt mal gern haben. Stream wäre kein Problem, weil es für mich ein Tag wie jeder andere ist, ja. Und du glaubst gar nicht, wie viele Weihnachten sich auf Streams angucken, weil sie dann halt auch alleine sind oder auch keinen Bock haben oder was auch immer. Das hatte mich das eine Jahr, wo ich Silvester gestreamt habe, hat mich das auch gewundert. Das war bis jetzt mein meistbesuchter Stream, wo ich Silvester gestreamt habe. Mit meinen Kids hatte ich immer schöne Weihnacht und Ostern gehabt und das ganz ohne Kommerz und all diesen Mist. Finde ich gut, Kara. Jetzt muss ich aber auch ehrlich sagen, wo wir, und Kara ist ja noch 10 Jahre älter, okay, Weihnachten war da auch schon kommerzig, aber noch nicht so. Es gab dann auch Weihnachten Werbung im Fernsehen für Spielzeug und so. Aber Ostern und sowas, das war alles, das war noch nicht. Zu unserer Kinderzeit gab es ja auch noch kein Halloween. Weil das ist ja eigentlich kein deutsches Fest. Das hat sich ja erst in den letzten Jahren. Na, jetzt würde ich dich gerne hier hinstellen. Ja, so weit hinten? Ich weiß nicht. Das ist ja Kilometer weg, oder? Es gibt viele, die an diesen Tagen nicht unterwegs, genau. Wir haben uns einfach immer nur schöne Tage gemacht. Ich habe meine Kids so erzogen, dass nicht verlogene Zeiten verbracht werden und Kommerz unnötig ist. Ey, was mich dann auch immer nervt, ne? Dann so auf der Arbeit und überhaupt, oder wenn du irgendwo in, was weiß ich, in irgendwelchen privaten Clubs, Gruppen oder was auch immer ist, bist. Oh, die müssen immer alle eine Weihnachtsfeier, Weihnachtsessen oder sonst irgendwas machen. Oh. Ich sag da immer schon von vornherein ab, ich brauche das überhaupt nicht. Das geht mir nur auf den Nerven. So. So, wo haben wir denn hier noch Wand? Wand. Ein kleines Stück Wand. Ja, jetzt. Dachfürst kommt später. Der Rahmen ist sauber, das und so weiter. Jetzt bin ich mal überlegen, wie hoch geht denn das hier?
Ach so, wegen dem kam ich nicht so. Ich kann ja noch höher. Wir sind ja hier im Gruselwald. Ich mag Weihnachten, Ostern und so, aber lieber einfach und einfach gemeinsame Zeit genießen. Ja. Ja, oder Silvester oder so. Oder ich habe dann mit meiner Freundin immer ganz in Ruhe oder mit meinem Ex halt damals. Wir haben ganz in Ruhe Fondue gemacht. Und wenn wir müde waren, sind wir um 22 Uhr ins Bett gegangen. Weil, ne, wenn du immer um 5 Uhr aufstehen musst. Ja, um Mitternacht dann wach geworden von dem Geknalle und dann frohes Jahr, Schatz, frohes Jahr, Schatz, umgedreht und weiter gepennt. Ja, was soll's, ne? Wie kommen wir da denn? Muss ich hier eine Leiter mit hochnehmen dann? Weil manche Sachen, da komme ich hier dann auch nicht ran. Da muss ich noch Denke, Denke machen. Ich finde es bei meinem Junior auch gut, dass er nichts auf dieses Weihnachtsgetue gibt. Er wünscht sich auch nie etwas. Okay. Aber das ist aber schade, weil dein Sohn ist ja noch 12, ist er jetzt, ne? Also da, dass ihm da noch so, na, Spielzeug hört jetzt auch langsam auf, ne? Aber so jetzt wäre es ja doch schön, ne? Dann. So die letzten Kindheitstage, bevor er dann so in die Pubertät kommt. Aber da sind die Kinder ja heute auch schon anders als wir damals. 14, ah, okay, ja dann. Lalala. Mensch, da bringt er ja bald die erste Freundin mit nach Hause. Das Mädchen ist doof, Alter, ist bald vorbei. Mit Mädchen spielen wir nicht. Mädchen sind doof. Zu Hause das ganze Jahr Angst haben müssen, gehorsam sein müssen, leise sein müssen und so weiter und fast täglich Prügel. Aber zu Weihnachten und Ostern schöne Heile, ja, naja. Da stimme ich dir zu, Kara, erlebe ich bei meinen Nachbarn, ja. Wenn ich meine Neffen anschaue, die wurden die Jahre immer mit Geschenken zugeschüttet und der Keller war voll mit Spielzeug, ja. Naja. Jetzt bin ich runterplumpst. Aber nicht so dolle, dass. Ach so, warte mal. Ach, das Dach hat er hier in zwei. Dachgaube ist viel. Hä? Muss ich erstmal durchsteigen? So, das ist sauber. Jetzt müssen wir hier Dach, Dach, Dach. Ja. Irgendwie bin ich hier nur so ein bisschen. Warte mal, was hatte ich denn? Leicht. Ups, ich wollte nicht die Leiter hoch. Ja. Das ist die Zinne. Und dann, okay, dann machen wir erstmal hier den Turm.
Bei mir waren die Jungs weg, als das Mädelzeitalter begann. Dafür haben wir immer zusammen Fußball gespielt, rumgetobt und so weiter. Ich war halt der Kumpel und kein Mädel, ja. Ich weiß gar nicht, wie das bei den Kindern von heute ist, weil zum Beispiel, wenn die jetzt homosexuelle Eltern haben, also meine Physiotherapeutin zum Beispiel, die ist homosexuell, die sind verheiratet und haben zwei Kinder. Sind allerdings auch zwei Mädchen, ob da dann auch die Erziehung, ich meine, das ist ja heute alles ganz anders geworden, ne? Ob das auch so ein Erziehungsding ist oder ob das automatisch in unseren Genen drin steckt, wenn dann die Pubertät anfängt, dass dann erst wirklich dann das, ja, der jeweilige, ja, das jeweilige Geschlecht dann erst interessant wird oder die Hormone verändern sich und so, ich weiß es nicht. Na okay, ich hatte aber auch vier Brüder und keine Schwestern. Ja, da kenne ich mich jetzt wieder nicht aus, weißt du? Wo ist denn jetzt? Ich brauche eine Leiter. Weil mit der Pubertät verändert sich ja noch viel. Da findest du dich dann, da findest du deine, ich will das Wort nicht sagen wegen YouTube, findest du deine, ne, Ausrichtung. Findest dich selber oder solltest dich finden und all so ein Kram. Und damit siehst du dann wahrscheinlich auch viele Sachen anders. So, das ist das Türmchen. So, das ist die Zinne dazu und das Tourelle. Was ist denn eine Tourelle? Gut, wir gucken mal, dass wir das hier mal. Das ist alles Zinne. Kann ich da drauf oder? Nee, das ist. Und das ist schon die Tourelle, okay. Ist aber auch ganz schön. Ja, warte mal, kann ich da mal drumherum hüpfen irgendwie? Weil ich muss ja hier oben auch sauber machen. Ich habe meine Kids frei erzogen, sodass sie sich entscheiden, welche Partner, welches Geschlecht. Ansonsten, solange die Eltern nicht zu stark einwirken, regelt sich das von alleine, weil ist eh eine Neigung. Ja. Ich habe da auch überhaupt kein Problem mit. Wie gesagt, der mir hier, mein Kumpel oder der hier das Internet eingerichtet hat, ist auch homosexuell. Und ein ganz normaler Mensch. Keine Ahnung. Aber das, da musst du mir überlegen, das war vor 150 Jahren. War das ja noch, ist er für ins Gefängnis gekommen. Das müsst ihr mal überlegen, ehrlich. Sowas von intolerant und man soll doch jeden Menschen so lassen, wie er ist. Außer er ist gewalttätig, ne? Dann ist es wie, ups, was ist denn das hier? Das ist wieder was anderes.
Bei uns ebenso. Junior wurde auch nicht getauft, da wir ihn das selbst bestimmen lassen sollten. Ach so, ja. Für mich gilt, das, was einen glücklich macht, soll man leben, genau. Genauso ist das. So, jetzt muss ich hier mal irgendwie durch. Juppie! Und jetzt habe ich hier das. Jetzt kann ich mich nicht hoch. Ich will hier weiter. Kann ich wieder hoch? Ja, danke. La 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 la. So, da muss ich die Zinne noch irgendwie. So. Und jetzt muss ich gucken, wie ich da von außen am besten dran komme. So, dann lass mal gucken. Nehmen wir hier mal die große Verlängerung. Was sagen wir dazu? Oder erstmal die kurze. Vielleicht reicht die jetzt schon. So, das war jetzt die Zimmer. Ja, dieses, ja, das wird noch mal eine Herausforderung hier, dieses da oben drauf. So, dann würde ich jetzt erstmal diesen Hauseingang, den würde ich jetzt mal komplett machen mit Dach und hast du nicht gesehen? Da weiß ich nämlich, was ich da tue. Irgendwie ist mir das hier noch ein bisschen zu verwinkelt und vergiebelt. Ich weiß noch nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Ich bin noch so ein bisschen planlos. Stufen auch extra, jawohl. So, Türgriff natürlich. Nee, du sollst jetzt eigentlich mal, ja, auf den Türrahmen, ne? Ja, sehr schön. So wollten wir das. Blink, 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 blink. Türleiste, jawohl. Das war die Wand. Mann. Geh mal weg, du stehst hier gerade im Weg. Jawohl. Ja, das war klar. Da müssen wir noch mal unten drunter. Weg war ich.
Da hat sich mein Opera mal schnell geschlossen, komplett. Na sowas. Aber nun bist du wieder da. Juhu. So, dann haben wir hier. Da habe ich schon, jawohl. Jetzt gehen wir das Dach sauber machen. Warte mal, hier ist der Dach. Das ist auch nur von dem Dach. Mal gucken, wo hört denn das auf? Und so, hier ist eine Einbuchtung von dem. Dann ist hier nochmal eine Wand. Das machen wir gleich mit. Wenn wir hier schon in der Ecke rumstehen. Der zählt jetzt dann hier auch jede Dachseite einzeln. Ich will hier mal die Leiter ist im Weg. So, jawohl. Ich wollte hier nämlich an die Ecke ran. So. So, wo fehlt es denn jetzt hier noch? Wo ist denn jetzt hier noch ein Viertel? Hä? Da. Warum machst du nicht Kling? Ich wollte eigentlich noch was aufnehmen, bevor ich wieder zur Mutter gehe. Aber dann fiel mir ein, dass die Uploads für morgen noch gar nicht gemacht haben. Ja, dann los! Jetzt muss ich mal gucken, warum ist denn hier das Dach noch nicht? Und hier sind noch so kleine... Oder? Hier ist noch was. Aha, doch, hier ist. Okay, so jetzt. So, und jetzt die andere Seite. Solange wie du das Spiel schon machst, müsste doch die Düse schon 10-mal so breit sein. Ach so. Ich habe Ersatzdüsen. Ne? Werden dann ausgetauscht. Das seht ihr nun nicht, weil, ne, das mache ich dann immer, wenn ihr nicht zuschaut. So, das machen wir gleich. Okay. So, der ist fertig, jawohl. Plumps hier nicht runter. Aber ich muss sagen, dieses Jahr haben sie ganz schön viel DLC, Updates und was weiß ich und Special. Ich muss mal kurz kratzen. Special rausgehauen, muss ich echt sagen. Weil ich habe ja dieses Jahr gefühlt fast nur Powerwash gestreamt.